Adidas Nemesis 19 Plus gegen Adidas Copa 20 Plus, anders gesagt Paulo Dybala vs. Roberto Firmino. Genau darum geht es im heutigen Boot Battle und damit viel Spaß beim Video. Gibt es definitiv Unterschiede zwischen diesen beiden Modellen. Das liegt auch daran, dass jedes dieser beiden Modelle unterschiedliche Features aufweist, die das andere Modell logischerweise nicht hat, weshalb sie auch zu unterschiedlichem quasi Ballgefühl kommt. Dazu kommen wir gleich. Was auf jeden Fall direkt auffällt, wenn man den Schuh in der Hand hat, ist der Gewichtsunterschied. Wir haben hier Nemesis mit 214 Gramm und den Adidas Copa mit 240 Gramm, sprich dieses Modell ist etwas schwerer. Ist jetzt nicht unbedingt ein negativer Aspekt oder dass man einen Nachteil damit hat, dass man irgendwie langsamer läuft. Das stimmt auf jeden Fall nicht, aber man merkt es auf jeden Fall im Vergleich zu klassischen Speedboots, dass dieser Schuh mehr Gewicht mitbringt. Was aber den Touch angeht, haben wir ja auf jeden Fall einen Unterschied. Das liegt am Obermaterial. Wir haben hier einmal Känguruleder mit Fusion Skin, sprich dieser Fußballschuh soll auch für den perfekten Touch stehen. Deswegen haben wir hier dieses futuristische Fusion Skin Upper. Ich muss sagen, am Anfang war ich da immer ein bisschen skeptisch, weil so ein Material sieht relativ dick aus, weil es diese Polsterung drauf hat. Aber man hat einen unglaublich soften Touch, muss ich sagen. Gefällt mir extrem gut, hat Adidas auch eine geile Idee damit gehabt. Sprich, wir haben hier eher eine Polsterung, sprich, dass die Ballernabe nochmal etwas angenehmer ist. Beim Nemesis ist es dann ein bisschen anders. Wir haben hier das 360 Grad Identity Bandage, das Tension Tape System. Das quasi dieser Vorderfußbereich ist natürlich nochmal dünner als jetzt beim Copa, muss ich sagen. Dafür ist aber der Copa deutlich softer, zumindest meiner Meinung nach, auch direkt vor der Einlaufphase, wenn der Schuh nicht eingelaufen ist, merkt man. Der Schuh ist schön soft und hier, muss man sagen, ist er noch ein bisschen steifer. Legt sich auf jeden Fall aber mit der Einlaufphase. Man hat in beiden Schuhen auf jeden Fall einen guten Touch. Kann hier also unterscheiden zwischen einem softeren und etwas direkteren Touch. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich hier den Copa durch das Fusion Skin Upper sogar ein bisschen favorisiere. Ist aber definitiv Geschmackssache. Beide Fußballschuhe liefern hier auf jeden Fall sehr, sehr gut ab.
nochmal abschließend quasi der Unterschied, wir haben hier einen Fußballschuh, der quasi eher das Thema Agility anspricht, sprich Beweglichkeit, schnelle Richtungswechseln und eher auf Geschwindigkeit ist, und dieser Fußballschuh steht eher für den perfekten Touch, aber mit beiden Fußballschuhen hat man logischerweise bei der Ballkontrolle auf jeden Fall gute Unterstützung, muss also hier unterscheiden, welches Feature man eher haben möchte, aber gibt hier definitiv eigentlich nichts negativ zu sagen. Für mein persönliches Empfinden muss ich tatsächlich sagen, dass ich den Copper 20 Plus etwas angenehmer oder für mein Spielverhältnis cooler finde, aber das Gewicht kommt dann andererseits wieder mit Nemesis zum Vorteil. Würde mich mal interessieren, was für euch jetzt in dieser Kategorie wichtiger wäre. Ja, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been coreless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a tour and put on for the soil. Ayy, bruh, remember they used to ignore us. Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we majors. Kommen wir zur Passform des Adidas Copper 20 im Vergleich zum Adidas Nemesis 19 Plus. Übrigens, ich komme auch sehr, sehr häufig die Frage, wann kommt jetzt eigentlich der Nemesis 20 raus? Habe ich tatsächlich noch keinen Info, habe ich auch noch keine Bilder oder sonst was gesehen. Sprich, das wird noch etwas dauern. Bin mal gespannt, ob es Ende des Jahres noch sein wird oder sogar erst nächstes Jahr, weil der Fußballschuh wurde erst überarbeitet, auch im Bereich Passform. Und zwar kommen wir direkt mal dazu, wir haben hier das Tape-Material, das kennt ihr auf jeden Fall auch schon vom Nemesis 17 und 18. Was jetzt hier anders ist beim 19, ist die V-Form, sprich das Tape ist in der V-Form am Mittelfuß angelegt. Das hat den Vorteil, dass man einerseits besser in den Schuh reinkommt und gleichzeitig auch nochmal besseren Halt innerhalb des Schuhs hat. Ich muss auch nochmal allgemein sagen, das habe ich euch schon oft genug gepredigt, bei Laceless Fußballschuhen, sprich bei Fußballschuhen ohne Schnürung, rät es sich auf jeden Fall, den Fußballschuh vorher anzuprobieren, weil wir hier keine Schnürung haben, sprich man kann den Schuh nicht anpassen. Das ist auf jeden Fall entscheidend und gilt es auch definitiv zu beachten. Ich habe einen mittleren Fuß quasi, sprich ich passe in beide Modelle rein. Beim Nemesis ist das Ummaterial etwas dehnbarer logischerweise als jetzt hier beim Copper. Ich muss sagen, beim Copper kommt man trotzdem sehr, sehr gut in den Schuh rein, ist aber beim 19er Modell noch etwas das Problem. Viele fragen auch, wie sieht es mit dem Tape-Material aus? Leiert es schnell aus? Sprich, hat man dadurch überhaupt genügend Halt, weil es ja doch schon relativ elastisch ist. Was man aber auf jeden Fall nicht sieht an dem Obermaterial ist, auf der Innenseite, am Mittelfußbereich, sprich auf dem Spann, haben wir nochmal ein extra Band, das sehr, sehr eng ist. Da rutscht man quasi drunter. Das stabilisiert nochmal den Mittelfuß. Ich muss aber sagen, im Nemesis bin ich leicht gerutscht in der Testphase, habe mich nicht ganz so sicher gefühlt wie beim Copper beispielsweise. Das liegt aber definitiv an der Fußform, das müsst ihr vorher ausprobieren, welcher Fußballschuh passt euch besser. Ansonsten den Kopf vor und beiden Fußballschuhen hervorragend. Wir haben hier wie gesagt das Tape-Material, das passt sich sehr, sehr geil an den Fuß an, sprich man hat hier eigentlich selten Druckstellen, weil es einfach so ein elastisches und weiches Material ist. Genauso beim Copper. Ich muss sagen, habe ich früher starke Probleme in der Ferse gehabt, weil die schon extrem hart ist. Ich muss aber sagen, beim 20er Modell hatte ich in der Testphase überhaupt keine Probleme, obwohl ich sehr skeptisch war, weil ich wie gesagt beim 19er leichte Druckstellen in der Ferse hatte. Ich muss aber sagen, in beiden Schuhen, was das Thema Komfort angeht, definitiv ein Unentschieden. Was den Lockdown angeht, ist es überraschenderweise für mich sogar der Copper, liegt aber definitiv am Fuß. Muss man, wie gesagt, selbst entscheiden, in welchem Fußballschuh man einen besseren Halt hat. Oder man greift halt gleich zur Variante mit Schnürung. You gon' push me to my breaking point. That's a hard fact. We had an agreement, you got greedy, then you double back. That's a no-no, it don't work like that. We were friends, knowing me, how you thought you'd get away with that. If you switching up, I might have to switch a little face up. Right hand of the gavel, either way I'm getting caked up. Lying in the sand, pretty boy, what you made of? I can flip your shit, take your chick and your pay stub. I don't play the field, I hear my Dougie from the skybox. Playing with my funds, it get ugly like a cyclops. Kommen wir auch noch zur letzten Kategorie, was das Thema Verarbeitung und Haltbarkeit angeht. Auch hier, wie bei Adidas allgemein bekannt, ist die Verarbeitung auf jeden Fall sehr edel. Beide Schuhwirken sehr solide verarbeitet, edel und hochwertig.
Wir haben hier aber definitiv leichte Unterschiede, beispielsweise an der Sohle. Wir haben hier eine Chromsohle, die lässt natürlich auf Kunstrasen relativ schnell nach. Hier genauso dieses Rohmaterial, ihr seht das hier relativ gut, verliert schnell die Farbe, ist aber auf Kunstrasen definitiv normal und hat natürlich auch keine Auswirkungen auf die Performance, wird auf dem Hersteller logischerweise hingewiesen. Ansonsten kommt es hier vor allem im Kunstrasen im Vorderfußbereich zwischen Obermaterial und Sohle zur Abnutzung. Sieht man hier auch beim Nemesis, dass es hier zu Verschleiß gekommen ist, sprich wenn man mit der Innenseite schießt und am Kunstrasen hängen bleibt, dass es hier zur Abnutzung kommt. Aber wie gesagt, von Adidas ist man es gewöhnt, dass die Verarbeitung und Haltbarkeit auf jeden Fall ein gutes Ergebnis verdient. Was jetzt das Tape-Material angeht, ich muss sagen, ich spiele den Nemesis 19.1 häufiger, sprich mit Schnürung. Der wird natürlich das Tape-Material nicht ganz so beansprucht wie jetzt ohne Schnürung. Beim 19.1 habe ich kein Problem, dass es irgendwie ausleiert. Ich spiele ihn jetzt über ein Jahr mittlerweile tatsächlich schon und hatte da keine Probleme, dass das Material irgendwie zu lose wird oder sonst was. Beim 19 Plus bin ich etwas skeptisch, weiß ich nicht genau, ob das irgendwann mal nachlässt. Ich muss sagen, meine Testphase, ich bin jetzt, glaube ich, insgesamt in 10 Trainingseinheiten mal gespielt, habe ich keine Probleme gehabt, dass ich merke, okay, nee, das löst sich jetzt schon. Aber würde mich mal interessieren, falls jemand von euch da draußen Erfahrung damit gemacht hat. Beim Copper, wie gesagt, haben wir natürlich das Problem hier eher nicht. Wir haben hier kein Tape-Material, das ich irgendwie ausleihen könnte, wobei ich auch nicht glaube, dass es passiert. Allerdings muss man auch hier dran denken, dass der Fußballschuh natürlich bei der Einlaufphase sich nochmal ein bisschen weicher wird, sprich anpasst. Ob das jetzt zu negativen Auswirkungen kommen kann, ist bei mir persönlich nicht passiert. Ich habe aber auf 2 Trainer-Nachrichten von euch bekommen, dass ihr den Fußballschuh in der Trainingszeit gemerkt habt, dass es den Halt ein bisschen verloren gegangen ist. Liegt aber wie gesagt definitiv an der Fußform. Wenn man ein bisschen zu viel Platz in einem Fußballschuh hat, merkt man das relativ schnell, dass es so aussehen könnte. Aber bei mir mit meinem mittleren Fuß, ich habe den Schuh schön ausgefüllt und habe deswegen auch keine Probleme. Wir haben hier einen weißen Fußballschuh, sprich Verfärbungen sieht man logischerweise beim Copa schneller. Aber ansonsten muss man sagen, es sind unentschieden und beide verdienen ein gutes Ergebnis. Das soll es auch schon wieder zum Battle zwischen dem Adidas Copa 20 Plus von Paulo Dybala gegen den Adidas Nemesis 19 Plus von Roberto Firmino gewesen sein. Jetzt interessiert mich natürlich mal euer Gewinner. Ihr könnt jetzt mal einen Kommentar da lassen, welchen Fußballschuh ihr eher wählen würdet und natürlich auch, welchen Fußballschuh ihr als nächstes im Boot Battle sehen wollt. Das soll es nämlich für das heutige Video gewesen sein. Nicht vergessen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Glocke aktivieren übrigens extrem wichtig, ich habe extra mal nachgeguckt. Da fehlen noch auf jeden Fall einige Zuschauer, die die Glocke nicht aktiviert haben. Damit bekommt ihr keine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Das Ganze ist kostenlos, logischerweise. Einfach die Glocke anklicken und alle Benachrichtigungen einstellen. Dann wisst ihr sofort, wenn ein neues Video online gekommen ist, dass ihr es quasi als erstes seht. Das soll es ja heute gewesen sein. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.